Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV, eine weitere Episode Realm Royale in unserem Let's Play Together Format. Heute dabei eine Folge mit 19 Eliminierungen, Double Assassin. Der Flushy hat wieder komplett verkackt. Ach ja, der ist übrigens dabei. Hey Flushy, hi. Hey, hi, grüß euch. Sorry, ich hab fast vergessen, hallo, dass du auch da bist. Ja, ach man, ja. Ja, sorry. Ja, in jedem Fall, coole Folge. Ich denke mal, wir haben das Ding ganz gut runtergespielt. Schaut's euch einfach an, ich hoffe, ihr könnt's genießen. Viel Spaß dabei. Have fun. Ja, ich bin auf jeden Fall. Bitte was? Dementsprechend war ja auch die Wartezeit, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall mal ganz schwer gespannt, ob sich das Spiel tatsächlich nochmal wirklich, wirklich richtig erholt und wirklich nochmal so einen Level bekommt, wo man sagen kann, okay, da kann man regelmäßig Ram spielen, oder ob das jetzt wieder nur so ein einzelnes Aufbäumen ist und das Spiel doch letzten Endes langsam aber sicher stirbt. Da bin ich nochmal ganz schwer gespannt. Gut. Ja, ich würde sagen Kreuzung, ne? Alte Taktik, alte Tic-Tac. Ja, ja. Wobei wir landen jetzt mal hier davor in der kleinen Kackruine, weil in dem großen Haus hast du ja. Musst du mir markieren, ich weiß nicht, was du meinst. Quasi hier. Genau, direkt vor dem Haus, das kleine Ding. Weil da ist ja. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Junge! Junge, triff ihn doch jetzt. Das andere Huhn haben wir hier, ne? Ja, beide down. Ich mir erstmal einen Bogen gegönnt. Hinten war noch ein Assas gesehen, ne? Ja, also ich hab gesehen, dass du auf irgendwas geschossen hast. Ah, scheiße. Ist hier im Haus? Ein Treffer. Das müsste fast down sein. Hinten raus. Noch ein Huhn. Mein Gott. Oh, ein verhebtes Gewehr. Das Huhn rennt zu dir? Ja. Junge! Was vererbt es wo? Naja, alles gut, hab ich. Achso, bist du auch Assa. Ich bin auch Assa. Assassin? Assassin? Ist doch bestimmt noch ein bisschen mehr los, oder? Okay, das wollte ich nicht. Oh ja, Sensordrohne ist schon mal nice. Boah, wie lange hält denn dieses Verborgen an? Krass. Also dieser Stealth Run. Hallo, kleines Lucky. Okay. Ich geh schon mal in die Schmiede rein, verstehe. Ich glaube, hier ist ein Gegner in der Nähe. Komm. Ja. Auf jeden Fall ein Gegner. Oder? Im Haus, oben. Bei mir ist auch noch einer. Dann komm ich zu dir. Ist down. Komplett down. Oben im Raum auf jeden Fall noch einer drin. Ich komm. Unten hier bei mir. Ein Huhn. Auch down. Und der ist besser. Bitte. Ich weiß nicht, ob ich mir die Giftpistole gemacht habe oder du dir. Also du kannst die... Was willst du denn haben? Meins müsste das Vererbte sein, weil meine Pots daneben waren. Ja, dann such dir eins aus, ich habe schon ein Vererbtes. Ja, dann nimm das Vererbte, nimm meinetwegen auch noch mit, ist egal. Dann hast du gute Waffen. Also können wir ja auch noch mal einen kurzen Rune craften. Ich crafte noch mal einen kurzen Rune. Programm hier erstmal voll. Warte, komm, eine Bewegungsfähigkeit machen wir auch noch. Mal gucken, was die Giftpistole so bringt, ne? Okay, jetzt chill mal deine Base, Junge.
Das hab ich fast keine Luft mehr gekriegt. Dass du nicht ein Vollidiot bist, ey. Mal gut, dass du kein Vollidiot bist, Junge. Was habe ich da bekommen? Lauftempo, super. Immer die geilsten Runen zuerst. Nice, sehr schön. Ja komm, dann ab zur Waldsenke. Go, go. Attacke Hü. Attacke Hot. Hoch da, du fettes Pferd. Du fetter Raptor, meine ich. Ich kann nichts sehen. Keine Gegner hier. Oh, oh. Ich will mein Gewehr, mein kleines Scharfschützengewehr. Ja, das ist schon cool, ne? Also das Ding hat ja wirklich eine immense Power. Wenn du damit triffst. Ja gut, wenn du natürlich aber nicht triffst, dann ist es nicht Bullet so stark, Drop, ne? Der Bullet Drop ist gefühlt krasser als vom Bogen. Ja. Ist ja auch total. Kiste ist bei der Schmiede runtergekommen in der Wüste. Können wir eigentlich auch nochmal kurz hin. Lass da hin. Schmiede hier gerade an aus. Ne, komm, dann machen wir hier erstmal. Erstmal den Kampf suchen. Ja. Erstmal den Kampf suchen. Ja. Yeah. Okay. Ich gehe oben drauf. Ja. Was spielen die uns denn wohl heute mal? Oben drauf irgendwas? Ja, nice. Ist down. Na, komm, löst du aus? Ich geh. Ach, da ist der. Was heißt, wo ist der denn? Hinter dem Holz. Huhn? Ja. Nee. Keine Ahnung, wie ich den getroffen hab. Ja. Ich hab ihn zwar nicht gesehen, aber ich hab ihn gekillt. Wer war das? Nee, ich dachte, das wäre seine Mine gewesen. Aber war wohl deine. Ja. Ist eine blaue Mine, ne? Kann man daran ganz gut erkennen. Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Danke, Meister. Gerne. Danke, Meister. Ich helfe immer gerne den Anfängern in Rain Royale. Und in World of Warcraft natürlich auch. In was? In World of Warcraft. Was ist das? Was ist das für ein Teufelsspiel? Das ist das Spiel, das du gesuchtet hast. Ich? Über Jahre! Jahrzehnte. Ja, mindestens. Nicht sogar noch länger. Okay. Nehme ich auch. Willst du den Bogen haben? Nope, ich bin komplett. Ich will eigentlich nur was Legendary. Gut. Dinge kriegen. Dann mal wieder Richtung. Oh, hier ist eine Kiste gedroppt. Sehe ich gerade. Müsste oben drauf liegen wahrscheinlich, ja. Da ist einer. Ja, habe ich mir fast gedacht. Sorry. Das ist ein Huhn. Mein Gott, beweg dich doch nicht so schnell, du Saftsack. Beweg dich doch nicht so schnell! Kann das denn nur ein Bot gewesen sein? Komm, nehme ich auch mal die Giftpistole mit. Und die Sensordrohne. Das ist alles. Jetzt aber ab in die Wüste. Oder? Nein, die Zone geht in die andere Richtung. Wir können aus der Wüste nochmal. Ja, scheiß drauf. Abfangen bringt eh nichts, da kriegst du höchstens nochmal ein oder zwei. Ich will den Kampf haben. Wieso rennen wir denn? Lass uns doch einfach zur Kiste rennen. Ja, ist aber noch so weit weg. Ich will hier ein paar Gegner. Ich will ein paar Gegner. Na ja, gut, komm, lass ungefähr in die Richtung. Ungefähr in die Richtung. Da muss ja auch noch mal irgendwo ein Gegner auftauchen. Es sind ja auch noch 28 hier, die mit uns richtig zusammen spielen, beziehungsweise gegen uns. 26 sind gegen uns. Oh, wieder zwei Stück tot. Geht so schnell in diesem Spiel. Schon wieder einer gestorben. 25. Und wieder einer tot. Spannung, Spannung. Kommt uns noch was entgegen? Ja, nein, vielleicht. Muss erst meine Mutter fragen. Ich denke nicht. Obwohl, vielleicht kommt. Ja, gut, Kiste ist immer noch da. Das spricht eigentlich eher dafür, dass da absolut gar nichts mehr ist in der Region. Dann ist die Kiste für mich. So wie gerade der Bot, der es nicht geschafft hat, die Treppe runterzulaufen und zur Kiste zu gelangen. Hey, sehr gut programmiert. Jetzt ist sie gelootet worden. Jetzt ist er weg. Wo war die? Ah, die ist da vor dem Haus. Nee, rechts neben dem Haus ist die. Ich sehe aber jetzt aktuell auch keinen Gegner. Ach, bei mir kommt gerade einer auf mich zu. Ja, ich hab ihn gesehen.
Okay, ich habe ihn getroffen. Ein Huhn. Oh, ganz schlecht geschossen, Danny. Ah, immerhin. Da ist er down. Ich check mal immer, ob irgendwas kommt, aber es sieht gerade aktuell ganz safe aus. Ja. Willst du ein legendäres Heal-Totem? Nee, ich behalte die Sensordrohne. Sonst würde ich sagen, let's go to the forge. Beziehungsweise in die andere Richtung. Ja. So. Schön, dass man nochmal kurz den Bot gesnackt hat. Ja. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, dahin zu laufen. Kill is kill. Kill is kill, ja. Ich hab einen Goblin hier bei mir. Goblin, hier bei mir auch. Achso, du hast den, das ist der gleiche. Du bist hier auf der Straße. Ja. Headshot! Das war schlecht. Da ist er hier down, du! Nehm ich. Das wird hier. Nee. Nur Scheiße drin. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Ja, komm mal. Komm mal klar, geht. Die Raptoren, die sind relativ schnell. Also zumindest in meinem Fall. Aber die müssen auch kein Schweinchen tragen. Meine müssen ja nicht so viel. Ich wollte gerade sagen, meine muss ja nicht so viel Gewicht tragen. Deiner. Ja, meiner. Meiner, genau. Meiner. Meins. Das ist schon klar, dass du ziemlich pummelig bist. Ja. Und? Ja gut, da muss dein Raptor natürlich auch eine ganze Menge Gewicht tragen. Ist irgendwie logisch, oder? Ich komm hier nicht hoch! Ja, weil du zu dumm bist. Hier komm ich aber. Bam, ich bin oben. Und ich sehe, also das ist hier auf jeden Fall nichts, wo man draufstehen sollte, glaube ich. Vom Entwickler her, würde ich jetzt mal so sagen. So, ich bin in Position. Sniper Position 637 eingenommen. Verstanden. Und ich kann überhaupt gar nichts erkennen. Verstanden. Also wie immer. Dann lass doch weiter. Ich komm zu dir! Fast auf dir gelandet. Das wäre so lustig gewesen. Da Gegner bei mir. Ja. Richtung 120. Und. Nein! Eine Sekunde hättest du noch warten können. Scheiße, da kommt der zweite Gegner, der haut ab. Ach, willst du mich jetzt verarschen hier? Ich hab dem einen Hit gegeben. Der kann nicht mehr, das Huhn ist eigentlich tot. Es hat 1000 Seite gekriegt. Zweiter Gegner. Ach, diese Giftpistole, ne, die ist echt. Der Wahnsinn! Hier war gerade irgendwo noch einer am Rumrennen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt der Hunter war oder ob das eventuell noch ein anderer Gegner war. Dann wollen wir nochmal gucken gehen. Let's go to the forge. Gegner vor mir. Der hat dann mit einem Schnieper daneben geschossen. Da war ich ein bisschen zu aufgeregt. Achso, ich dachte, du hast getroffen. Naja, mit dem Sniper. So ja, war. Der hat wahrscheinlich kein Leben mehr gehabt, keine Ahnung. Aber mit dem Sniper habe ich leider daneben gesammelt. Aber Double Sniper und Giftpistolen-Action ist schon nice, muss ich sagen. Gut, die Giftpistole ist echt böse. Die was? Aua. Die Giftpistole ist echt böse. Ja. Bei mir? Ja, du bist zu weit weg, Flash. Ich mach nicht zu viel. Ich bin relativ weit weg. Und ich komme auch nicht so schnell an. Huhn. Okay. Ist down. Ja, gut, dann. Mach halt zu Ende. Hinter uns Gegner. Ein Huhn. Einer down. Noch ein Gegner. Hab ich nicht mehr. Scheiße. Bin ich mehr reingegangen. Ich musste noch nachladen. Der läuft da weiter. Der läuft da weiter. Das ist auch wieder so ein Kackbot. Headshot. Treffer. Das ist kein Bot. Ein Huhn. Headshot. Okay. Komm mal zu dich. Sollen wir mal. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hier unten. Hier komme ich nicht hoch.
Oh, Schmiede ist angegangen. Nice. Ein Selbststeller. War immer ein bisschen das, die Peripherie im Auge, ob da vielleicht noch irgendwo so ein paar Gegner hinter einer Kiste hocken oder so. Ich möchte keine bösen Überraschungen. Sind zwei. Ich hab doch eine Sensordrohne. Hat gut gefressen von mir. Ein Huhn hinten. Ich muss raus. Ich trinke. Auch ein Huhn. Ja, nice. Beide Huhn. Ich hole mir mein Assa. Meiner ist down. Wo ist deiner? Auch down. Nice. Ein Gegner noch. Ich glaube Gegner bei mir. Ja, ist bei mir hier. Ah, ich sehe ihn. Da ist der Bot. Oh, nice. Nice, Flushy! Oh yeah! Ja, 19 Eliminierung, ganz hübsche Runde. Wir danken euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Und noch viel mehr würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und lasst einen Daumen nach oben, falls euch das Bot-Schnetzeln so richtig gut gefallen hat. Okay, bis dann.